Ich könnte magischen Schutz gebrauchen. Nun, da hätte ich diese Schriftrolle hier. Wenn du willst, kann ich sie dir verkaufen. Ja, 200... Ach ja, genau, 200 Gold. Mhm. Hab ich auch so mal eben nebenbei... Das ging ja nicht gut. Was kannst du mir über die Grundlagen der Alchemie beibringen? Alchemie 1. Braucht kein Mensch. Jetzt jedenfalls noch nicht. Dann holen wir uns erstmal ein bisschen Gold. Ich hab Kraut für dich. Gut gemacht. Hier ist dein Gold. Ich brauche immer wieder was von dem Zeug. Also wenn du noch mehr hast, den Preis kennst du ja. Jo, und zwar ist das jetzt ein fortlaufender Quest, auch wenn er mir nicht mehr in der im Questlog angezeigt wird. Ich kann ihm immer wieder 10 Kraut bringen und dafür 70 Gold abkassieren. Das ist gerade am Anfang verdammt nützlich. Ich kann dir helfen, das wieder abzuliefern. Würdest du das tun? Nun, da gibt es leider einen kleinen Haken. Ach was. Wieso bin ich nicht überrascht? Wegen dieses verfluchten Schutzgeldes kann ich das Bier nicht mehr umsonst abtreten. Ich muss Rachel 50 Gold dafür abnehmen, so leid es mir tut. Ja. Gib her das Zeug, ich erledige das. Sehr gut. Hier hast du mein Bier. Und vergiss nicht, ich brauche 50 Goldmünzen dafür. Klar. Ja, schauen wir mal, ne? Ich glaube zwar irgendwie nicht dran, dass ich... Was war das? Ich glaube zwar nicht dran, dass ich wirklich 50... Ah ja, Rottwürmer. Gold dafür bekomme. Aber gut. Wir werden sehen. Okay. Das war das hier oben. Da geht's lang. Liegt da was? Bier, sehr schön. Bier ist immer gut. Für Mana. Eppa. So. Dann reden wir noch einmal mit Obel. Wer weiß, vielleicht hat er eine neue Quest-Option für uns. Nein. Du da oben vielleicht. Und dann geh schon wieder runter. Genug, jetzt hier oben. Zeit verloren. Wo sind die Wölfe hin? Das klingt nicht gut. Ah! Oh, verdammt. Naja, wenigstens wird es nochmal spannend. Oh, Backe. Das freut mich. Verdammte Scheiße. Sehr schön, der letzte Schlag muss mir sein, das genügt. Nein! Verdammt. Ja, na gut. Das war gut. Das waren aber wohl 60 Erfahrungen, die ich nicht bekomme. Wow. Mach dich nützlich. Gut, das war dann die Action für heute. Danke, das Let's Play ist beendet. Freue mich, dass Sie zugeschaut haben. Automatisch speichern. Auf Wiedersehen. Nein, das ist natürlich ein Scherz gewesen. Immerhin, 60 Erfahrungen. Das war ein Anfang. Gut, wir gehen wieder runter. Das ist zu riskant. Och man. Blöd. Dutch könnte jetzt so cool beklauen. Ah, wieder nix. Ja, genau. Der hat mir das beigebracht. Aber bestimmt kann ich den Typ hier beklauen. Hawken. Aha. Das ist. Och Mensch. Passen alle zu gut auf ihren Geldbeutel auf. Wie sieht's mit dir aus? Schade. Nicht. Roger, das würde mich wundern. Die Jungs sagen, oh, du hättest nichts drauf. Ja, das Wer hätte das gedacht? Na warte, wow. Den werde ich... Also raus mit der Sprache, sag es mir. Wer hat das gesagt? Oh, niemand. Ich habe nur eine Wette verloren. Wenn du sowas nochmal machst, mache ich dich fertig. Verschwinde. Ach, wie geil. Gut, das hat sich schon mal gelohnt. Wow, hätte ich nicht gedacht, dass es so einfach ging. Ich hab dir mal das goldene Bruchstück abgenommen. Ich hoffe, du hast nichts dagegen. Ich hab gewusst, dass du das Ding haben willst, aber dass du so weit gehen würdest... Respekt. Das werde ich mir merken. Mach das. Sehr schön. Die Sache mit den Wachen beim Sumpfbauern hat sich erledigt. Also...
Ich konnte das Geheul der beiden Streithähne schon nicht mehr hören. Was? Kein Gold? Brah. Du treibst Schutzgeld ein? Psst, nicht so laut, du Idiot. Muss ja keiner wissen. Bis auf die Leute, die das Schutzgeld bezahlen sollen. Das kann dir doch egal sein. Super. Sam? Fitz? Das ist schade. Wegen Broger. Broger treibt Schutzgeld ein hier im Lager. Ha, das sieht der Mistkerl ähnlich. Bleib an der Sache dran. Damit könntest du ihn kriegen, wenn du es richtig anstellst. Mal sehen. So, ey, was will ich? So. Ich kann leider nicht über die Leute drüber springen. Wir reden nochmal mit Doug. Wie gesagt, Action war ja dann für diese Aufnahme schon genug, ne? Es reicht euch ja. So. Das ist zu riskant. Warum überrascht mich das jetzt nicht? So, und wir holen uns, was haben wir schon? Die Flügelschere. Dann holen wir uns jetzt diesen Kiefermeißel hier noch. Dafür kriegt er außer Gold nicht, so wie es aussieht. Schade. Also, hau rein. So, jetzt haben wir diese beiden wichtigen Dinge schon mal erhalten. Immer noch nicht. Und dann würde ich sagen, das reicht erstmal für heute, ehe ich nochmal unterbrochen werde. Es wird wieder nochmal spannend. Es wird spannender werden. Ich verspreche es euch, soweit ich kann. Und dann wagen wir uns beim nächsten Mal hoffentlich ein bisschen weiter in den Sumpf vor. Aber für heute, auf Wiedersehen! Hey ho und willkommen zurück zu Let's Play Risen. Wir befinden uns immer noch im Banditenlager. Aber immerhin, wir haben einige Fortschritte zu verzeichnen. So langsam. Ich schau nochmal, werf nochmal einen Blick hier rein. Immer noch sehr viel. Naja. Wir werden uns auch gleich mal endlich in den Sumpf aufmachen. Das ging nicht richtig. Vielleicht kann ich mir wieder was kaufen. Nicht wirklich. Vielleicht hat Rachel was Neues für uns. Ja, hat er tatsächlich. Der Sumpfbauer schickt mich mit 10 Flaschen seines Bieres. Na endlich, ich brauche das Zeug. Gib es mir. Hey. Moment, wie viel wollte er nochmal? 50, glaube ich. Moment, Robert will 50 Goldmünzen dafür. Was? Das ist ja wohl die Höhe. Ach, na gut. Ich habe ja wohl keine andere Wahl. Hier hast du sie. Und jetzt her mit dem Bier. Ah, Säuferin. Jo. Übrigens. Broger kassiert Schutzgeld von den Leuten hier im Lager. Was? Bist du dir das sicher? Das wäre schon ziemlich dreist. Findest du nicht? Schon? Ich kann nur für dich hoffen, dass du diese schweren Anschuldigungen beweisen kannst. Na klar, ich bin doch der Held. Ist er selbst schuld? Natürlich muss ich es beweisen. Sonst wäre ich nicht der Held. Wow. Gut. Dann reden wir nochmal mit Broger, was der zu der ganzen Sache zu sagen hat. Nicht viel. Und Sam... auch nicht. Also gut, wir versuchen es jetzt nochmal gegen diese ekligen Insekten. Müssen ja auch endlich mal weitermachen. Vorher speichern wir. Und dann schauen wir mal. Jetzt können wir auch unsere Armbrust mal einsetzen. Da. Ja, nee, nicht Nautilius. Für die Viecher. Ups. Hey! Oh, verdammt! Das mit der Armbrust überlege ich mir wohl nochmal. Ist ja furchtbar. So, Nummer 1. Oh nein, jetzt kommen die anderen. Autsch. Autsch.
Ah, da hilft mir einer. Hier über den Weg zu laufen war ein Fehler. Mistkerl, ich will die Erfahrung doch haben. Na. Naja, egal.